Hallo ihr Lieben, ich grüße euch herzlich zu einem neuen Video. Heute ist es schon etwas düster, ehrlich gesagt. Also es ist schon etwas dunkel, aber ich hoffe, es macht nichts. Ich möchte euch heute einen kleinen übersichtlichen Haul zeigen, wobei in letzter Zeit ziemlich viel dazu kommt. Ich ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, was ich gekauft habe. Also wenn es euch nicht stört und ihr Interesse an diesen Sachen habt, sofern ich mich wieder erinnere, könnt ihr mir ja ruhig in die Kommentare schreiben, ob ihr dann nach und nach kleinere Hauls haben wollt mit Sachen, wo ich dann habe, weil manchmal ist was in der Wäsche, manchmal ist noch was... Mein gesamtes Schullager liegt momentan im Auto und das habe ich jetzt nicht unbedingt mit nach unten gebracht. Also wenn ihr das unbedingt vielleicht sehen wollt, dann schreibt es mir auf jeden Fall unten rein. Ich sage im Vorfeld schon mal, bitte nicht auf meine Hände achten. Ich hatte zwei fürchterliche Unfälle und das auch noch an einem Tag. Das geht gar nicht. Und zwar, ja, es tat arg weh. Es war schon, ich habe mir den Finger mal eingeklemmt, ja, und da ist das nächste Mal. Ich habe mir den Finger übrigens eingeklemmt und dann ist beim Bett machen, ist das Ding total abgebrochen. Jetzt sieht es ganz arg schlimm aus, also am besten gar nicht gucken. Ihr habt mich noch, glaube ich, noch nie ohne Fingernägel oder so gesehen, gell? Ich bin das total ungewohnt, dass ich Fingerkuppen und sowas merke. Der einzige Vorteil daran ist, das muss ich euch ja wirklich lassen, die keine Gelnägel haben oder längere Nägel. Man kann extrem gut unterm Auge Concealer einarbeiten. Und das andere Malheur, das ist hier passiert, das ist genau dasselbe passiert beim Kofferraum aufmachen. Wie dumm kann man sein, sich beim Kofferraum aufmachen, so ein Ding abbrechen, aber okay. Aber der Defekt ist ein bisschen tiefer. Das müssen wir uns jetzt nicht antun. Ja, fangen wir vielleicht mit etwas an, wo vielleicht, also auf jeden Fall aktuell noch zu kriegen ist. Und zwar geht es um ein paar Chibo-Sachen. Ich habe die Teile jetzt alle schon ausgepackt, das heißt Verpackung und so seht ihr jetzt gar nicht. Ihr seht das Produkt an sich. Ich habe mir... Aufgrund des ganzen Hypes hier auf YouTube, da ist man ja ganz schnell so verfallen und will das dann unbedingt haben und so. Etwas gekauft. Ja, super. Könnt ihr mal alle jetzt gerade die Klappe halten. Ich habe mir etwas gekauft, was ich eigentlich gar nicht benutze, weil ich nicht so viel davon halte. Ich habe es zwar hier rumliegen, aber ich brauche es nicht wirklich. Und zwar rede ich hier von einer gewöhnlichen Wimpernzange. Ich hatte hier mal eine von Ebelin. Ich finde die Grotten schlecht, die kommt jetzt auch gleich in den Müll. Also... Weiß nicht, ich reiß mir damit immer Haare aus oder das klebt dann an diesem silbernen Teil hier immer dran, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, ihr seht, könnt das hier ganz gut sehen. Das kriegt man nie richtig sauber und so. Das Gummi, ich habe das Gefühl, verumme irgendwie. Naja, und dann habe ich halt mal mitgekriegt, dass es ja auch so elektrische Teile gibt. So, viel Gelaber drumherum. Ich war bei Chibo. Und da gibt es diese beheizbare Wimpernzange hier. Ich habe die hier in weiß mit so einem rosanen Gummi. Das hat hier so einen Knopf mit einer, also Batterie betrieben. Machst du an, bist du an, ja. So, dann verfärbt sich das hier irgendwann weiß und dann kannst du hier irgendwann so biegen, ne? Ich bin ehrlich, ich brauche das eigentlich gar nicht. Also wir können ja jetzt so quasi ein Haul machen mit kleinen Reviews. Ich habe gemerkt, für mich ist das Produkt nicht wirklich was, weil... Ich finde das total hässlich. Also meine Wimpern, die gehen, also die sind, wenn man so die Hand miteinander vergleicht, eher so. So schön nach oben, so schön geschwungen. Aber mit dieser Wimpernzange sind die irgendwie so. Und das sieht total scheiße aus. Und deshalb kriege ich die gar nicht richtig getuscht. Und egal wie lang, egal wie kurz ich das dran halte, irgendwie finde ich es nicht so ganz toll. Deshalb muss ich immer dran halten, ganz kurz dran, runter, ein bisschen hoch dran, runter, ein bisschen hoch dran, runter. Das ist ja anders in der Sache. Im Endeffekt... kriege ich, wenn ich das Teil gar nicht benutze, ein besseres Ergebnis raus, als mit dem Ding. Also ihr seht, es verfärbt sich jetzt hier so dezent weiß irgendwie. Das heißt, dann ist die Temperatur auf jeden Fall gegeben. Ich habe es jetzt halt da, mein Gott, was soll's. Also ich weiß nicht, also ich vermute, dass es eher so ein Ding für Mädels ist, die ganz kurze Wimpern haben. Weil dann sieht man die endlich mal. Aber mit so Leuten, die so lange geschwungene Wimpern haben wie ich... Entschuldigung, Sapse, das geht jetzt nicht. Ich mache jetzt mal eben den Ton aus. Tut mir ja ganz arg leid. So, lass uns dann. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Vergesst das, hab's vergessen. Also, so viel zum Thema Chibo. Dann habe ich mir gekauft. Also, alles nervt mich heute wieder. Eine, Funkmaus. Ich hatte die ganze Zeit so eine komische Maus aus dem Rossmann. Die habe ich mal geschenkt bekommen von irgendwann, fragt mich nicht wen. Und die war einfach nichts. Die hat, du hast da rumtipseln können, das hat nicht funktioniert. Jetzt habe ich mir für 10 Euro, die gibt es also aktuell, die gibt es noch in Rot und in Grau, wenn ich mich nicht alles täusche. Ja, ich glaube in so grau-schwarz oder so. Ich habe mir jetzt die hier in Türkis gekauft. Das ist eine schöne Funkmaus.
Das Schöne daran ist, wenn ihr einen Laptop habt, das ist ein ganz schmaler, also das Ding ist nicht größer ungefähr wie das Weiße von meinem Nagel jetzt ungefähr. Das steckst du hinten rein in den USB-Slot oder wie man das nennt und dann funktioniert das Teil, kommt mit der Batterie. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Also für 10 Euro kann ich nichts sagen, kann ich nichts sagen. Dann habe ich mir, weil ich, also höchstwahrscheinlich, ich habe jetzt noch keine Rückmeldung gehabt, aber ich denke, es ist soweit. Ich hatte eine Einladung zu einem Blogger-Event nach Bottrop bekommen und ich nehme an, dass Tanja sich jetzt die nächsten Tage melden wird. So, und dann habe ich natürlich überlegt, okay, wenn du da hinfährst, Bottrop ist ein Stück weit weg von Monnem. Also ich schätze mal so, weiß nicht, 2, 3 Stunden bestimmt, keine Ahnung. Ich habe es natürlich nicht, aber okay. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, okay, wie kannst du dir die Zeit vertreiben? Und lesen ist so eine Sache. Dann habe ich überlegt, ja, okay, du brauchst Musik auf jeden Fall. Das heißt, ich muss mein Handy aufrüsten, weil einen MP3-Player habe ich nicht. So, und dann habe ich mir aufgefallen, so, keine Kopfhörer, Mann. Ich so, ja, toll. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Deswegen habe ich mir auch gleich so türkisfarbene Kopfhörer gekauft. Das sind die mit diesen runden Teilen, die so schön ins Ohr reinpassen und nicht unbedingt rausflutschen alle paar 2 Sekunden. Die Kabel sehen so aus wie Linguinennudeln aus dem Fappiano, wenn ich ehrlich bin. Die sind so flach, kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist so gummiert und das Schöne daran ist, die verknittern nicht so. Hat mir zumindest mein Mann gesagt. Ob das so ist, weiß ich nicht. Und der Vorteil daran ist, das sieht so billig gemacht aus, dieses Teil hier. Aber das hier, das sieht so schlimm aus mit dem Finger, gell? Entschuldigung. Dieser Knopf hier ist dafür da, dass man damit auch telefonieren kann. Und solche Kabel finde ich ehrlich gesagt immer recht teuer im Mediamarkt, wenn ich ehrlich bin. Hab zwar das ganz lange nicht mehr geguckt, aber ich meine, die haben jetzt 6,99 oder irgendwie sowas gekostet. 7 Euro, keine Ahnung. Dafür fand ich es eigentlich okay. Dazu noch in der schönen Farbe. Finde ich in Ordnung und vor allen Dingen habe ich mir jetzt auf mein Handy, das kommen wir nämlich zum nächsten Teil jetzt gleich, ich habe mir dann auch eine neue Hülle gekauft gehabt. Das ist nämlich auch eine aktuelle aus dem Tchibo. Die habe ich gleich auf Instagram gepostet und haben ganz viele gesagt, oh, ist die toll. Gibt es auch in Schwarz, also ist ein hartes Cover und da ist eigentlich ganz normal schlicht weiß mit ein paar Blümchen und so. Ich mag ja solche schlichte Designs. Ich finde es bis jetzt ganz gut. Es liegt gut in der Hand, besser als meine alte Hülle. Was ich nicht so toll finde, ist hier unten. Also ich habe ja meinen Finger immer hier unten zur Ablage, zur Stütze. Diese Ränder hier unten von dieser Hülle, die sind scharfkantig. Also ich finde, das hätte man ein bisschen besser verarbeiten können, wenn ich ehrlich bin. Da gehe ich jetzt mit der Nagelfeile dran, mache ein bisschen Hubbeldi-Hubbeldi und dann ist gut. Aber ansonsten, ja, ist mein Handy dann wieder diesen Sprung hier einfach mal nicht beachten. Blöder Vorfall gewesen, vor Ewigkeiten, aber was soll's. Kann mir eigentlich einer sagen, ob ich so einen Sprung eigentlich, seht ihr das überhaupt, einfach in Reparatur geben lassen kann und die reparieren mir das für immer, weil das wäre nämlich schön, weil ich hatte bis jetzt keine Zeit, mich wirklich mit diesem Thema, wohlgemerkt, wir reden seit März, glaube ich, davon oder schon vorher, damit mich zu beschäftigen, das Ding reparieren zu lassen, weil ich mir gedacht habe, es funktioniert die ganze Zeit auch so. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Und die Hülle hat, glaube ich, 4,95 gekostet oder so. Also ich finde es gut. Und so viel zum Thema, ja, ich brauchte Kopfhörer. Also von daher war der Chaibo gerade mal in dem Moment gut für mich. Machen wir weiter mit Amazon. Ich habe mir in letzter Zeit, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, ich versuche euch mal demnächst, aber die habt ihr, wenn ihr mir auf Instagram folgt und die Videos dort anguckt, habe ich die euch schon mal gezeigt. Das sind, und auch Bilder gepostet. Ich habe mir nämlich ein paar ein paar Schuhe von Tamaris bestellt gehabt und zwar einmal in so einem schönen Mintgrün, wo ich sie unbedingt haben wollte. Das sind so mit so einem leichten Plateau. Ganz günstig momentan auf Amazon für 20 Euro. Also schlag zu, das sind gute, bequeme Schuhe. Und es muss was heißen, weil Sandra zieht nicht unbedingt große High Heels oder irgendwie sowas an. Aber ich wage mich langsam ran. Und habe dieselben dann noch so in so einem taubfarbenen Ton und in Schwarz mir jetzt auch gekauft, 15 Euro, das ist totales Schnäppchen, in so Wildlederoptik. Oder ist das Wildleder? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Es ist Sale! Und worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Ach ja, Amazon. Ich habe ein Video gesehen von der, wie heißt sie? Holly, ich spreche das bestimmt falsch aus. John Harlow? Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Meine Englisch ist auch nicht gut. Habe ich ein Video gesehen, wo sie mal ihre Haare so ein Vintage-Wellensittich
Vintage, wie heißt das? Wellen, irgendwie sowas gezaubert hat, keine Ahnung. Ich fand mit so Ombre irgendwie, ich habe eigentlich wegen dem Ombre geguckt, aber das war so pinkblau. Also keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall dieses Video gesehen. Und dann hat sie gesagt, sie benutzt jetzt so ein Produkt von Bad Hat Tichy und macht sich das in die Haare für so einen Kopf. Ja? Also die hat total das Volumen drin gehabt. Ich weiß zwar nicht, wie die das macht, aber so. Es handelt sich dabei um dieses Cocky Thickening Paste for Fuller Locking Hair Creme. Irgendwie sowas. Also ich habe mir das wesentlich kleiner vorgestellt. Das ist aber so eine große Tube von 150 Millilitern. Habe ich für Amazon für 9,95 oder so jetzt bestellt gehabt. Ich kann dazu jetzt noch nicht viel sagen. Ich weiß nur, bei dem Wetter momentan und bei der Kombination. Ach, übrigens, wenn ich daran anmerken darf. Ich hatte ja in meinem letzten Favoritenvideo, was ich euch gerne in die Infobox verlinke, gefragt, ob viele von euch mal dieses OC-Shampoo probiert hatten und ob sie davon eventuell gereizte Kopfhaut und Haarausfall bekommen haben. Daraufhin haben sehr viele von euch reagiert und gesagt, ja, Sandra, setz es ab, das ist ganz schlechte Inhaltsstoffe, bla bla bla. Und ich habe das jetzt seit ein paar Tagen abgesetzt gehabt und habe jetzt eins von Head & Shoulders benutzt, also das von meinem Freund, der liebt es, der hat zwar keine Schuppen, aber das riecht total geil nach Apfel und so, gerade so nebenbei. Aber seitdem habe ich gemerkt, kratze ich mich nicht so häufig mehr am Kopf, nicht das Schleuse ab oder irgendwie sowas, weh, da kommt so ein Kommentar und boxe ich das. Das merkt man einfach, dass da irgendwas drin war in diesen Shampoos, was meiner Kopfhaut nicht gut tut. Und das hatte ich noch nie und ich bin ja total unempfindlich, ehrlich gesagt. Also von daher kann ich jetzt hierzu, zurück zum Thema, nichts sagen. Ich warte jetzt mal, bis es wieder so kälter wird, weil momentan trage ich nur Locken, weil ich gehe jeden Abend duschen und wasche die dann gleich mit, weil schwitzen ist, oh, schwitzige Haare hier, geht gar nicht. Und so muss ich nur abends Haare waschen, abends ein bisschen Sprühkörner reingeben, über Nacht dann trocknen lassen und dann kommt sowas bei morgen raus. Also ich würde mal sagen, Glück, dass das sich von alleine so regelt momentan. Muss nämlich gar nichts machen. Und wenn es kälter ist, dann werde ich das mal richtig probieren und dann kann ich ja euch mal dazu was sagen. Ansonsten könnt ihr mir ja eure Haarprodukte mal in die Kommentare posten, was ihr so für Volumen benutzt und so. Weil die hätte schon krasses Volumen. Da dachte ich so, das willst du auch. Weil das kannst du ins trockene Haar reinmachen. Das war der ausschlaggebende Grund, warum ich mir das bestellt habe. Es ist halt weiß nicht, dieser Verschluss regt mich auf, der geht so behindert. Das ist so eine weiße Paste, die an männliche Substanzen erinnert, wenn ich ehrlich bin. Aber wir sind ja jetzt hier mal nicht so pervers und sprechen dieses Thema an. Das lassen wir jetzt mal, ja? Nein, ich bin nicht versaut, aber ihr seid zwar, ihr habt es geklaut. So, dann war ich im... Moment, das kategoriere ich da ein. Ich war im DM. Da habe ich mir, als das neu rauskam, also das ist jetzt ein bisschen länger wieder her, aber mir ist es eingefallen, dass ich gekauft habe, von BB More Beautiful Eyes verschönernde Augenpflege gesehen. Und zwar habe ich von Arca the Bright auf Instagram ein Foto gesehen, wo sie gesagt hat, sie hat die gekauft und hat die gleich benutzt und sieht sofort einen Effekt. Und wenn jemand sagt zu mir, dass man sofort einen Effekt sieht, dann heißt das für mich, dann ist da irgendwas drin, was dafür optisch dient, dass das optisch gut, was für ein Satz, dass das optisch gut aussieht. So, und das, so wie weit, ach Gott, nee, mein Deutsch ist heute mal wieder komplett für den Arsch, aber was soll's. Die verspricht auf jeden Fall, kaschiert sofort Augenringe, sorgt für einen kühlenden, frischen Kick, kann ich jetzt nicht beschädigen, aber okay, spendet nonstop Feuchtigkeit den ganzen Tag. Naja, was das Schöne daran hier ist, pass auf, mit feinen Perlmuttpartikeln, Jasminblütenwasser und wertvollen Kaktusmilch. Kaktusmilch? Ah ja, also hier ist Kaktus drin. Mir geht es eher darum, dass dieser Perlmutt-Effekt einfach so einen schönen, wie sagt man das, so Glanz und das Ganze so seidig aussehen lässt unter den Augen. Und das gefällt mir morgens halt auch extrem gut. Es reflektiert dann immer so schön das Licht, zieht eigentlich auch recht gut schnell ein. Also ich verspreche mir jetzt keine hundertprozentige Pflege davon, wenn ich ehrlich bin. Aber mir reicht es, wenn das optisch so ein bisschen für unter die Augen morgens ist. Und dafür denke ich, ist das okay. Also bis jetzt bin ich damit zufrieden. Kostet, glaube ich, 3-4 Euro oder sowas. Also scheiß der Hund drauf. Dann habe ich mir was ganz Essentielles besorgt, weil ohne das geht gar nicht. Und ich habe bis jetzt immer nur Tempus benutzt, um das zwischendrin reinzustecken. Und zwar handelt es sich hier um eine Lackierhilfe. Die habe ich mir heute gekauft. Ja, muss man dazu was sagen, 45 Cent.
was soll's. Dann war ich letztens bei Douglas in der Stadt. Ach, und da kann ich auch gleich was mit anmerken. Vielleicht sieht ihr, wie heißt die denn nochmal? Scheiße. Julie oder Jules oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war ich im Douglas und dann haben mich zwei Mädels angesprochen, die haben mich halt erkannt. Und dann haben die gesagt gehabt, ach nee, das darf ich jetzt nicht sagen. Wenn die zuguckt, dann sieht sie es ja. Ach, scheiße. Also, wenn du das jetzt sehen solltest, liebe, dessen Name ich vergessen habe. Die beiden haben was zusammen mit mir für dich quasi ausgesucht, was du demnächst kriegen wirst. Und mehr sage ich nicht dazu. Und ja, wie, ja, jedenfalls. Diese Dame hat mir irgendwann mal, das war so eine, weißt du, die steht dann da und sagt dann zu jedem so, wow, ist das geil. Boah, weißt du, dann will die jeden Lidschatten da andrehen, weißt du. Und ich gehe da ausgerechnet an meinem Tag sein, wo ich voll geschminkt war, so voll die bam grünen Augen, ihr wisst, wie ich manchmal rumlaufe, weißt du. Und dann guckt sie mich so an, boah, was ist das, ey, weißt du. Und ich so, Inglot. Und sie so, ah, kenn ich nicht. Und ich hab mir so innerlich gedacht gehabt, ist klar, du verkaufst mir gerade hier Mac. Was soll's. Auf jeden Fall hat die gesagt gehabt, mir, sie will mir, ich bin heute in Laberlaune. Sie trägt gerade Puder so gerne irgendwie auf, mit so einem Stinktierpinsel. Und so ein Stinktierpinsel bei Mac kostet ja mal eben, glaube ich, 40 Euro oder so. Und dann habe ich gedacht gehabt, nee, weil ich bin ja sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Big B Powder Brush von BE Cosmetics, also von der Becky. Ich finde den so geil. Ich liebe den, deswegen habe ich gedacht, ne. Aber ich wusste ja, dass der DM solche Mineral-Puderpinsel momentan auch anbietet. Und da dachte ich, ja komm, für, was weiß ich, was es gekostet hat, 2,95 oder scheiß der Hund drauf, nimmst du den mal mit. Was ich blöd fand, von jedem Pinsel ist da so ein scheiß Tester draußen, von dem ausgerechnet. Da habe ich mir ja gedacht, voll für den Arsch. Jetzt mach ich den mal eben auf. Kann ich euch gleich mal meinen ersten Eindruck erzählen, oder? Eigentlich halte ich nie was davon, wenn ein Pinsel so eingepackt wird, dass er platt gedrückt wird. Das hasse ich, ultra. Aber so wie es aussieht, oh, stinkt der, ey, das geht gar nicht. Ist der, wird der irgendwann mal rund gebunden sein? Naja, ich weiß es noch nicht. Wenn das nichts ist, wenn der so flach bleibt, kannst du ja immer noch hier konturieren oder was weiß ich. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich mir den jetzt gekauft habe. Brauche eine Erklärung, weil ich wütend bin. Scheißegal. Lass mich doch. Schlaf das. Wie gesagt, damals war ich vor... Wann war denn das? Ich weiß jetzt nicht. Ich meine vor 3 Wochen. Überleg mal, vor 3 Wochen war ich im Douglas. Da war ich schon wieder. Mein Konto wird zu sehr belastet, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall bin ich auch als erstes mal nach oben gegangen, weil ich wusste, es war ja Sale und so. Und habe ich gedacht, ja komm, guck's da einfach mal rum. Und irgendwie habe ich mir jetzt gedacht gehabt, ich bin mir immer zu geizig, einen Duft zu kaufen oder so. Also habe ich gedacht gehabt, ja okay, was machst du monatlich momentan? Dann kannst du auch jeden Monat einfach mal nach einem Duft schauen. Dann kaufst du es ja so eine andere Sache. Dann habe ich einen gefunden und zwar von DKNY Be Delicious heißt der, aus 100% Pure New York. So steht zumindest da drauf. Das ist so ein runder, es sieht aus wie ein Apfel. Und das Schöne daran ist, es riecht nach Apfel. Wer hätte es gedacht? Wo ist denn dieses? Das riecht so... Oh, Leute, ich habe mich... Das ist super selten, dass ich mich in einen Duft verliebe, ehrlich gesagt. Meistens gehe ich rum und denke mir so, das riecht ja alles gleich. Da muss so ein Duft echt für mich schon herausstechen, dass ich den mag. Und der riecht so extrem schön, fruchtig, sommerlich. Nach Apfel irgendwie. Ich weiß, es schnuppert da mal dran. Und den gibt es, glaube ich, auch gerade im Angebot, wenn ich ehrlich bin. Das sind jetzt 30 Milliliter. Mir reicht das jetzt erstmal für eine ganze Weile. Also ich finde den super, super toll. Kann ich euch nur empfehlen. Der Duft ist so toll. Das ist auch so ein Duft, wo du im Sommer tragen kannst. Das ist nicht so aufdringlich. Das riecht frisch. Das riecht ein bisschen sportlich. Ein bisschen nach so feminin. Nicht nach Frau, sondern feminin. So ein bisschen verspielt. So ein bisschen... Cocktailmäßig. Ich sitze abends in einer Bar und trinke einen Cocktail mit meiner Sonnenbrille auf und sitze am Straßenrand mit meiner Freundin und lästere über andere. So riecht das irgendwie. Das ist so meine Beschreibung davon. Dann war ich ja, wie gesagt, bei Mac. Und dann habe ich gedacht, Katja, okay, du musst da mal hingehen, weil die Nina Kutschera, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, oder euch das vielleicht was sagt, aber wenn ihr euch an die Staffel von The Voice erinnern könnt, die erste, das war diejenige mit dem
sagt man dazu Kopftuch? Kopftuch, was sie hinten sich immer so zusammen so knollt. Also müsst ihr mal auf YouTube eingeben oder ich verlinke euch den Kanal mal von ihr unten, könnt ihr mal reingucken. Wir haben uns ja getroffen und so, also ich habe sie kennenlernen dürfen und dann hat sie, wir schreiben mittlerweile so ein bisschen auf WhatsApp hin und her und dann hat sie gesagt, boah Sandra, die haben neue Pressed Pigments und ich so, jo, Glitzer und all sowas, ne? Dann habe ich gedacht, ja, komm, gehst mal hin und guckst du mal. Ich habe eins gefunden und ihr werdet mich voll hassen für die Farbe, die ich gekauft habe. Die sieht so aus, erstmal von Weitem und dieses Glitzer. Das ist doch, ich habe es schon einmal benutzt. Ist doch geil, oder? Ist doch echt cool. Guck, das ist so. Ihr habt es gerade gemerkt, ich habe mir jetzt versucht, einen Aufstoß runter zu schlucken, aber was soll's. Das ist es sieht taubfarben aus, aber es geht wirklich mehr ins dunkle Lila und es heißt Black Grape, also dunkle Traube. Ui, ich kann Englisch. Ich mache euch mal einen Swatch. Das ist ausgerechnet mit dem Finger. Das ist so eine geile Farbe und dieser Glitzer, der ist so schön, ehrlich gesagt. Das ist so geil. Das könnt ihr auch, also je nachdem, wie ihr es schichtet, könnt ihr es ihr auf einen anderen Lidschatten mit drauf machen. Ihr könnt es auch nur so tragen. Ich habe den allein auf dem ganzen beweglichen Lid verwendet und habe den dann ausgeblendet und es sah total geil aus. Also Smoky Eyes sind euch damit garantiert. Fragt mich jetzt nicht, was sie gekostet haben. Ich glaube, irgendwas mit 20. 21. Weiß ich schon nicht. Ist mega. Wisst ihr, nicht, dass ich hier einen auf Bonze spielen will oder irgendwie sowas, weil das bin ich garantiert nicht. Schön wär's, ehrlich gesagt. Weil so viele mich immer manchmal auf Instagram fragen, was hat es gekostet? Und wenn ich sage, musst du selber googeln, sind oft viele angepisst oder so. Aber das liegt einfach daran, dass ich mir meistens das nicht merken kann, weil, wenn ich mir was kaufe, habe ich die Erfahrung gemacht, damit ich es kaufe, gucke ich gar nicht erst auf den Preis. Also, wenn ich jetzt ein Parfüm mir von Dior angucke, dann weiß ich automatisch, das fängt bei 50 Euro an. Weißt du, was ich meine? Das ist Unterbewusstsein. Aber bei so einem Lidschatten oder so, da ist es mir scheißegal, ehrlich gesagt. Dann habe ich mir meine Mascara nachgekauft. Hier, leer. Nächstes Aufgebraucht-Video. Neu. Chanel und auch liebes Sapse, ich habe es vergessen, die zu schreiben, fällt mir gerade ein. Es ist die Chanel Inimitable Intense Mascara in der Nummer 10, also schwarz. Das hat so ein schwarzes Gummibürstchen. Ich finde die ultra geil und ich habe meine Freundin Sabrina letztens schminken müssen für so eine Hochzeit, glaube ich, war das. Und dann hat sie die Mascara mal verwendet und dann hat sie gesagt, boah, ich habe Wimpern. Ich so, ja, ist geil, ne? Dann sagt sie, ja, jetzt brauchst du die auch. Ich so, ja, Anfixerin, ne? Ist klar, brauchst du jetzt. Also man muss sich überlegen, ob man 30 Euro für Mascara ausgibt. Ich habe mir das gut überlegt und das Geld, was ich hier schon an anderen Scheißdreck investiert habe, hey, das hole ich mir dann lieber alle 2 bis 3 Monate diese scheiß Mascara und bin der happieste Mensch over the world. Ich habe mir noch das Ding, dass ich seit Monaten momentan in der Drogerie rumschwirre, was so einen Behinderten-Concealer angeht und irgendwie nie was gefunden habe, was mich ehrlich gesagt anspricht. So, dann habe ich die gefragt, was sie mir so empfehlen würde, weil ich hätte gerne einen Concealer, der sich nett absetzt, lange hält, schön deckend ist und ich nicht 100 Millionen mal schichten muss, was mir dann vielleicht im Laufe des Tages verläuft. Das ist mir nämlich bei der Hitze nämlich passiert. So, und dann hat sie mir empfohlen, den Pro Longwear Concealer von MAC. Hier habe ich die Farbe NC20 und ich habe schon wieder vergessen, was NC ist. Ist das warm? Ist das kalt? Ja, scheiß drauf. Es ist gelb auf jeden Fall. Und ich habe auch diese Makine mal wieder gefragt, was würden sie sagen, bin ich gelb? Oder bin ich warm oder bin ich ein kalter Typ? Und dann sagt sie, du bist mittendrin. Wieder mal ein Beweis dafür, dass ich nicht matchbar bin. Wir haben den rosanen und den gelbstichigen Concealer bei mir probiert. Der rosastichige, der wäre gegangen, ist aber im Gegensatz zum gelbstichigen irgendwie untergegangen. Und der hat das irgendwie schöner aussehen lassen. Und ich habe den auch heute drauf. Wir haben jetzt abends. Also alles, was jetzt gerade kommt und verschmiert ist, ne, an die Afternoon, gibt es halt nicht mehr zu meckern. Und ja, wenn ihr einmal swatcht mit diesem Lidschatten, dann seid ihr eine Fee. Auf jeden Fall habe ich mir den gekauft und bin bis jetzt ganz zufrieden. Wobei diese Verpackung mit diesen Pumpspenden total idiotisch ist, weil kommt immer so viel Produkt raus, was da im Endeffekt für ein Arsch ist. Ja? So, kommen wir mal zum Douglas Hall heute. Ich habe nur einen Teil gekauft. Aber ich zeige euch als erstes, was ich als Probe bekommen habe. Und zwar eine Escada-Probe. Oh, 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 oh.
Und dann dachte ich, ja geil, endlich mal ein schöner, vernünftiger Duft in der Parfümerie Liebe in Hannover. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder so. Da habe ich auch mal was gekauft und zwar, weiß ich gar nicht mehr was, da habe ich auch mal eine Probe bekommen von einem Parfüm von Bulgari. Die sieht nämlich so aus. Das ist doch mal eine vernünftig coole Probe, oder? Das nenne ich mal Probe und nicht so Tütchen irgendwas, ja, wo du einmal sprühst oder Uflexion, das kannst du nicht mal dein Gesicht bedecken oder so. Also, ich habe von Escada, Especially Escada, ich bin voll gefreut, 4,5 Milliliter, dachte ich, oh cool, das ist dieses florale Parfüm. Was war drin? Ein Nagellack von Escada. Aber so wie ich es gerade sehe, hat der einen blau-stichigen Schimmer mit drin. Also das ist so ein richtiges Pink. Hat der eigentlich auch eine Farbe? Ja, nette. Ah, was soll's. Es ist ein blau-stichiges Pink. Also damit kann man nie was falsch machen. Aber da ich so viel Nagellack habe und im Endeffekt nie benutze, werde ich den höchstwahrscheinlich meiner Schwester schenken, wenn sie überhaupt auf Pink steht. Ich weiß es gar nicht gesagt, ehrlich gesagt. So, dann habe ich mir gekauft, weil ich muss mich ja rechtfertigen. Ich benutze ja im Sommer hauptsächlich BB-Cream oder so oder Concealer, wenn überhaupt, und sonst gar nichts. So. Und meine BB-Cream von Garnier, die ist jetzt, also die langt vielleicht noch für ein, höchstens zweimal und dann ist die sowas von leer. Das ist meine dritte Pulle gewesen. So. Und dann wollte ich die eigentlich wieder kaufen und dann habe ich gedacht gehabt, ja, toll, DM hat sie jetzt nicht gehabt. Was machst du jetzt? Wo ist der nächste DM? Der war bei uns im Rhein-Neckar-Zentrum jetzt für mich zu erreichen, weil in die Stadt wollte ich nicht fahren, weil auch wegen Parkgebühren. So, und dann bin ich aber in den Douglas gegangen und dann kam mir die Idee, was heißt die Idee? Der Gedanke kam mir wieder, dass ich mir in letzter Zeit viele Videos angeguckt habe zum Thema BB-Cream im High-End-Bereich. Ich habe mir jetzt echt lange überlegt, ob ich dafür Geld ausgebe, im High-End-Bereich BB-Cream zu kaufen. Und bin der Meinung, ja, das tue ich jetzt, sonst hätte ich es nicht getan. Ich habe mir sage und schreibe von Dior die Nude Tan BB-Cream gekauft in der Farbe 02. Die Verpackung ist auch echt cool. Wie kriegen die das hin, dass das so schön schimmert? Diese Verpackung sieht irgendwie anders aus. Ich weiß nicht, wie die sonst aussieht. Im Laden sah die irgendwie anders aus, aber die sieht jetzt irgendwie so bräunlich aus. Stimmt das? Ich habe extra noch gefragt und sagte, ja, ja, das ist dasselbe. Was ich cool finde, ist, das ist ein Pumpspender und das kannst du hier so hin und her drücken und kannst du zum Notfall auch aufschneiden und so. Ich will die jetzt einfach probieren und gucken, wie die ist. Falls jemand fragen sollte, Sandra, du stehst doch eigentlich auf matte Haut. Ja, schon. Aber wer ist denn im Sommer matt? Geschnatt. Und wenn mir das im Winter oder jetzt so in der Herbstzeit auch so einen schönen Glow hinterlässt, dann sieht das ja arg gesund aus. Also ich bin jetzt nicht der Matt-Freak wie zum Beispiel Erna oder so. Die ist ja, die will ja totmatt sein zum Beispiel. Wisst man nicht, wie es jetzt ist, aber egal. Ich habe sie mir gekauft. Die hat jetzt regulär 41 Euro noch was gekostet. Und jetzt habe ich mit Douglas Card bezahlt und Prozente gehabt für... Ich bin so blöd, ehrlich gesagt. Hier habe ich einen Gutschein für 5 Euro. Aber da hätte ich die Versandkosten ja nicht... Doch, die hätte ich auch nicht bezahlt. Ach, scheiße. Siehst du, damit ist mal wieder ein Beweis, dass man online shoppen sollte. Aber ich wusste nicht, welche Farbe das ist. Und ich hätte von mir aus gedacht, dass ich die hellste Nuance nehme. Die ist mir aber tatsächlich zu hell. Und deswegen habe ich die mittlere genommen. Also, wenn ihr Bock auf eine Review von mir habt, gerade wegen fettiger, öliger Haut, dann sage du mir das und dann mache ich ein Video dazu. War ich vor... bekannter Zeit im Only. Also wir haben hier so einen Only-Laden und das T-Shirt ist jetzt falsch rum, aber was soll's. Es geht ja nur um den Effekt, oder? Ich weiß nicht, ob ihr diese T-Shirts kennt, wo so mit Spitze und so versehen sind. Ich war danach ewig lang auf der Suche, weil ich war viel zu spät dran. Und jetzt gab es diese Bandeau-Tops mit diesen Spitzen hier dran. Da habe ich mir das im Mintgrün gekauft und ich meine, es hat 9,95 € gekostet oder so. Finde ich ganz cool für unten drunter, so für uns andere T-Shirt und dasselbe in so einem Rot-Koralle-Ton oder Pink. Hat für beide jetzt 18 Euro oder so bezahlt, irgendwie sowas, keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall cool. Und dann darüber habe ich mich total gefreut, habe ich für 5 Euro so ein T-Shirt geschossen vom H&M. Was, nicht wundern, das ist verschnitten, aber bewusst, das habe ich nämlich gemacht. Das ist so ein transparentes, großes T-Shirt.
was ein bisschen high-low geschnitten ist. Und das wollte ich dann immer so anziehen und dann so auf die Seite halt tragen. Das fand ich halt irgendwie cool. Für 5 Euro geschossen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Heute war ich im H&M und habe halt mal gucken wollen, ob mein Glück mich packt. Ich muss die noch anprobieren, aber ich gehe davon aus, dass mein Arsch da reinpasst. Habe ich eine Hose gefunden von H&M. Super slim. Okay, vielleicht passt mein Arsch doch nicht rein. Das ist das Problem, wenn man so einen großen Tender hat. Andere Leute geben viel Geld dafür aus für einen großen Tender oder lassen sich Implantate machen. Möchte jemand einen Teil von mir haben? Ich habe mir also so eine dunkle Hose gekauft gehabt, so eine, nennt man das, Jaggings oder irgendwie sowas mit so einem leichten Gummibund. Ist leicht hier gebleached, das fand ich cool, auch mit einem geraden Bein. Darauf stehe ich ja eigentlich immer sehr gerne, weil ich finde es voll schlimm, wenn, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber, also ich bin ja jetzt nicht der Extremfall in Sachen Gewicht, sagen wir es jetzt mal so, ganz dezent, ja. Es gibt ja echt Extremfälle, wo dann die Hosen so schlagmäßig ausgestellt sind. Das sieht so schlimm manchmal an diesen Weibern aus und das geht gar nicht. Und ich habe zum Beispiel, so, und ich bin halt der Meinung, also ich kenne jemanden, eine Bekannte, die hat halt auch eine große Größe, sage ich jetzt mal so, eine große Größe. Und die hat sich auch so Hosen gekauft, wo unten eher schmal zugeschnitten sind oder halt gerade. Und es sieht super toll an ihr aus. Und ich finde, das können auch andere tragen. Und das sieht meistens oft viel besser aus als diese komischen, ollen Schlagdingern, die auf dem Boden schleifen oder so. Keine Ahnung. Also die hat jetzt 15 Euro gekostet, hat hier auch so Taschen mit drin. Ich finde das immer bequem. Auch wenn du im Winter Stiefel anziehst, kannst du die schön reinstecken oder so. Vorausgesetzt, ich finde mal Stiefel. Es ist so scheiße. Ich habe ja nicht nur, weil ich einen fetten Hintern habe oder irgendwie sowas. Ich habe halt auch ein Wadenproblem. Egal, welchen Zyklus meines Lebens ich schon war, welches Gewicht ich hatte. Ich habe schon immer ein Wadenproblem gehabt. Ich habe zu dicke, fette Waden. Die sind nicht fett, aber die sind halt stramm. Und da ist der Schaft von den Stiefeln halt nicht immer gegeben. Find da mal was. Und dann habe ich mir essentielle Unterwäsche gekauft. Die ist jetzt weder besonders toll noch sonst irgendwas. Zeige ich euch die jetzt? Nee, das kann ich euch schon zeigen. Aber ich kann euch das zeigen. Das hat so Spitze in 3 verschiedenen Farben. Jetzt wisst ihr auch alle, was ich meine. Da kann ich nichts falsch machen, weißt du? Das hast du einfach mal da. Warum sollst du auch tolle Dessous oder was weiß ich immer für die Arbeit anziehen? Jetzt mal ohne Scheiß. Macht doch kein Mensch, oder? Also ich mach das nicht. Dieses Video jetzt auch mal ein Ende hat, mache ich jetzt mit dem letzten Ding weiter. Ich war heute noch im Deichmann und dann habe ich voll das Schnäppchen geschossen für... Die haben ursprünglich 19,90 Euro gekostet, dann haben sie nur noch 9,95 Euro gekostet. Hat mich voll gefreut. Und ich finde, damit kann man nichts falsch machen. Das sind so Ballerinas in so einem cognacfarbenen Ton, in so Wildleder-Optik, Optik wohlgemerkt. Nee, Quatsch. Erst haben sie noch 14,99 gekostet und dann 9,95 Euro. Finde ich eigentlich ganz cool in so Mokassins mit dem Schleifen. Also ich fand die recht schön und für 10 Euro kannst du da echt nichts sagen. Finde ich okay, gerade wegen dem Herbst wird das bestimmt passen. So, und dann habe ich noch ein paar gefunden für 19,95 Euro, wo ich der Meinung bin, dass die etwas business-tauglicher sind. Also ich habe manchmal so Phasen, wenn ich auf Seminare gehe oder irgendwie sowas, dann ich will nicht immer hohe Schuhe anziehen. Irgendwann merkt man halt, dass du auch nicht mehr stehen kannst oder so und dann fängst du an, dich dumm zu bewegen oder so. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich mir nicht immer mal ein paar Reserve-Ballerinas mitnehme oder so. Aber das sieht oft nicht gut aus. Und bei Ballerinas bin ich so ein Mensch, der gibt nicht viel Geld dafür aus. Also da müsste es sich echt lohnen. Meiner Meinung nach. Jetzt habe ich halt so ein paar gefunden für 19,95 Euro in schwarz mit so einer Schnalle hier. Ich finde, das ist okay. Die waren auch ganz bequem am Fuß. In denen kann man auch ein bisschen besser laufen. Die haben ein bisschen bessere Sohle als die aus dem H&M. Die gehen immer gar nicht. Da kannst du eine Stunde laufen und dann merkst du deine Füße auch sofort. Ich finde das jetzt okay. Also ich finde sie weder besonders hübsch noch besonders toll. Ihr könnt mir ja sagen, was ihr dazu meint, aber ich finde es okay. Und da die Hose sowieso ein bisschen drüber schlappt, sieht man das auch nicht, sondern nur den vorderen Teil. Und ja, die Quasselstunde mit Sandra hat sich jetzt erstmal erledigt. Die ist jetzt vorbei. Und ich habe jetzt mal so eine Frage. Ich habe mir was überlegt, weil, pass auf, ich habe so ein Problem momentan mit dem Drehen, was Lichtverhältnisse angeht und auch mit der Zeit, dass ich
echt ein Problem darin sehe, auf Dauer so mit künstlichem Licht zu filmen. Vor allem, ich wette, dass sich 80% wieder beschweren werden, aber ist doch jetzt mal scheißegal. Deshalb, meine Idee für die Zukunft. Habt ihr Interesse an so einem Video, vielleicht einmal die Woche oder so, oder wie oft ihr das halt haben wollt, wo wir zum Beispiel nur über irgendein Thema reden oder so? Also ich und ihr kommentiert irgendwie sowas. Wollt ihr sowas? Weil ich habe mir halt überlegt, viele schreiben mir immer, Sandra, laber, 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 laber. So, und die letzten Videos, die übrigens nicht angezeigt worden sind, die findet ihr alle nochmal in der Infobox. Also ihr könnt da gerne nochmal reingucken oder so. Das wäre echt cool. Weil, weiß nicht, da habt ihr euch was gewünscht, dann mache ich das so und dann guckt es irgendwie keine Sau und dann kriege ich raus, dass es wieder nicht angezeigt wird. Das regt mich schon mal immens auf. So, und dann habe ich mir gedacht gehabt, wenn so viele sich lange Videos wünschen und mich hauptsächlich doch sehen, weil ich so gern und viel laber, das heißt viel, das kommt automatisch, wie wäre es denn, wenn wir einmal die Woche so eine Art Video machen, wo wir über ein Thema reden? Das heißt einmal die Woche, also ich will mich nicht dazu zwingen oder so. Also wir können es probieren, einmal die Woche so ein Video zu machen, wo ich nur über irgendein Thema rede. Und ihr könnt mir das ja dann immer auf Twitter oder Facebook oder irgendwo posten oder hinschreiben oder whatever. Und dann labern wir so ein bisschen darüber. Was haltet ihr davon? Und wenn ihr daran interessiert seid, wie könnten wir das Ganze denn nennen? Weil ich bin momentan so unkreativ. Das glaubt mir gerade kein Mensch. Ich habe gerade keinen Saft für irgendwas drauf. Ich bin so froh. Heute ist Donnerstag. Morgen muss ich noch arbeiten. Habe ich 2 Wochen Urlaub. Und ich glaube, das wird mir richtig gut tun. Am Samstag, den 17.8., sollte das Video bis dahin online sein, bin ich auf dem Holi Fest in Mannheim. Das ist auf dem Maimarktgelände. Also vielleicht sehen wir uns da, wenn ihr da hinkommt. Und habe ich noch was zu sagen? Nein, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich bin in Laberlaune und ich dachte, das ist ganz gut. Dann sorgst du dafür, dass du gleich ein Video machst, bevor ich meinen Mann volllabere, weil der will das ja nicht. Vor irgendeinem muss ich mich doch rechtfertigen, oder? Also in diesem Sinne wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir in die Kommentare postet, was ihr so darüber denkt, was ihr wollt, bla bla bla. Oder auch generell, was ihr in Videos sehen wollt. Wäre echt eine coole Sache. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. We look out and see the world. It takes everything we have to face it. Without a sound, we take a step. Inside our hearts are racing.